So, jetzt noch etwas zu Corona. Ich habe mal wieder so ein paar Schnipsel für Sie im Fernsehen, im TV gesammelt. Einmal etwas, was ich doch sehr interessant finde. Eine Krankenschwester sagt etwas über Patienten aus, also Verleugner der Erkrankung, die dann auf der Intensivstation liegen, denen es ganz schlecht geht und die dann sogar sterben. Also hören Sie mal rein, finde ich doch sehr bemerkenswert, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Dann die Triagierung. Triagierung, das ist ein Zustand, den wir hier in Deutschland nicht haben wollen, also wo man dann entscheiden muss, bekommt dieser Patient noch ein Intensivbett? Wird er noch beatmet? Weil jetzt so viele Anwärter auf dieses Bett, auf diese Beatmung da sind, mehr Anwärter, mehr Kranke als Betten, als Beatmungsgeräte da. Und das muss dann ausgewählt werden, triagiert werden. Viele denken, ach, das ist weit weg, diese Triagierung. Nein, sehen Sie das Beispiel aus der Schweiz. Und eine interessante Studie an Kindern. Man hat eben festgestellt, dass sechsmal mehr Kinder sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die meisten haben keine Beschwerden, merken also gar nichts davon, gehen aber nach Hause und tragen das Virus dort weiter, also stecken ihr Umfeld mit der Erkrankung an. Da muss man natürlich ganz neu anfangen zu denken. Gerade in der Schule macht man eine Woche normalen Unterricht, also Präsenzunterricht von der einen Hälfte der Klasse und die andere Hälfte ist dann zu Hause. Der Unterricht wird mit Video nach Hause übertragen und die andere Woche wird dann gerade gewechselt, also dieser Wechselunterricht. Meines Erachtens wäre das schon sehr, sehr notwendig, damit kleinere Klassen, weniger Kinder im Raum, auch mit entsprechenden Filtern und Lüften, aber da sitzen dann weniger Kinder mit Maske, können Abstand einhalten und die Ansteckung ist dann nicht so groß. Wäre eine Möglichkeit, diesen Wechselunterricht einzuführen. Immer häufiger berichten Pfleger von schwerkranken Patienten, die unbeirrt die Existenz der Krankheit leugnen, an der sie vielleicht sogar sterben werden. Ihre letzten Worte sind: Das kann nicht passieren, das ist nicht echt. Statt noch einmal mit ihren Familien zu reden, sind sie erfüllt von Wut und Hass und das macht mich traurig. Und wie es läuft, wenn man aus Rücksicht auf die Wirtschaft alles erstmal weiterlaufen lässt, kann man gleich nebenan sehen. In der Schweiz nämlich. Während längst die zweite Welle über Europa rollte, blieb jenseits der Alpen fast alles beim Alten. Vielerorts will man sich seinen Schümli auf der Terrasse immer noch nicht nehmen lassen. So wie hier gerade gestern erst in Zürich. Und die Folgen sind heftig. Inzwischen gibt es in der Schweiz keine regulären Intensivbetten mehr. Alle belegt. Cosima Gill war da, wo die Krise mit am härtesten zuschlug. Die Betten auf der Intensivstation im Spital Sitten sind belegt. Und Chefarzt Raymond Friolet hat zunehmend Probleme, die vielen Corona-Erkrankten zu versorgen. 85% der Patienten hier auf der Intensivstation sind an Covid-19 erkrankt. Wie viele Betten wir auch öffnen mögen, oder? Das werden 2, 5 oder 10, das ist wie ein Tropfen im Meer. Es sind einfach zu viele Patienten für zu wenige Betten. Und so kommt Krankenschwester Silvia Theiner in schwierige Situationen. Von den zum Beispiel Atmungsgeräten muss man manchmal entscheiden, wenn es zwei nicht gut geht oder man hat das letzte Atmungsgerät in Verwendung, dann muss man schon diskutieren, wo ist es jetzt besser? Sollen wir das dieser Person, also mit diesem Atemgerät geben oder der anderen? Für diese Fälle gibt es nun neue Regeln, die bald zum Einsatz kommen könnten. Darin ein sogenannter Gebrechlichkeitsscore. Was sperrig klingt, bedeutet zum Beispiel im Ernstfall, wer über 85 Jahre alt ist, würde nicht mehr intensiv behandelt. Es sei denn, er ist fit und braucht wenig Betreuung. Ärzte als Richter über Leben und Tod. Kinder galten bisher eigentlich nicht als Treiber der Corona-Pandemie. Doch jetzt haben Forscher des Helmholtz-Zentrums München das Blut von 12.000 Kindern analysiert. Und sie sind beunruhigt. Wir haben Kinder untersucht auf Antikörper gegen das Coronavirus und haben gefunden, dass etwa 6-mal mehr Kinder
wohl diese Infektion durchgemacht haben als bisher angenommen. Wir sehen an unserer Studie, dass Kinder eindeutig auch infiziert werden und die Infektion dann auch nach Hause tragen können.